Oh, jetzt hat mein Adler sogar Röntgenblick. Ist ja nice. Aber da ist doch nicht nur eine. Ich hab sie. Flatsch. Was? Der schläft? Gibt's hier eine? Ja. Ja, nein. Nochmal tauchen. Weil hier gibt's noch ein bisschen was. Oh, wow. Habe ich etwa die Truhe geholt ohne. Ja, wahrscheinlich. Gab's es damals noch nicht. Gibt's hier nur einen? Guten Tag. Finde mein Vater. Finde Leandros. Bitte. Geh in Deckung. Ich hole dich, wenn es sicher ist. Hä? Ah, hier sind wir. Hier war ich ja auch schon. Wo musst du? Ja, du kommst auch wieder frei. Ich dachte schon, dass ich hier sterbe. Ja, wirst du wahrscheinlich auch. Der Töpfer ist da. So. Okay. Hinten ist eine Art Brunnen. Bin runter zu der Gefangenen und habe. Ah. Okay. Und dann. Und es kamen immer nacheinander Wachen. Ich habe die gemütlich einen nach dem anderen getötet, Gefangene befreit und raus. Ja. Warum denn nicht? Deine Tochter ist gerade an dir vorbeigerannt? Bist du dumm? Ja, wahrscheinlich. Ich bin gerettet. Nun? Ist das der Minotaurus? Das ist wirklich der Minotaurus. Ja. Zeig dich. Vater? Du bist der Minotaurus? Sag es lieber nicht deiner Mutter. Ich habe gewartet und gewartet. Du wolltest mich nicht hier zurücklassen, oder? Du hast nur an einem Rettungsplan gearbeitet, oder, Pater? Natürlich. Ich wollte dich holen kommen. Ich musste nur zuvor etwas finden. Konntest du deine Entführer belauschen? Hast du etwas erfahren, das uns helfen könnte, sie aufzuhalten? Als ich so tat, als ob ich schliefe, sprach ihr Anführer von einem Treffpunkt in Kydonia. Ich habe mir das Geflüster der Maskierten notiert. Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen. Komm mit uns. Wir gehen zu meiner Frau. Sie hält eine Nachtwache für Amara am Kriegergrab ab. Verbring etwas Zeit mit uns und sieh das Geschenk, das du unserer Familie gabst. Nach dir. Oh, das ist süß. Amara! Amara! Du lebst! Meine Familie. Du warst das? Bedank dich bei Leandros. Als es an der Zeit war, griff er an. Obwohl er im Nachteil war und ein Kostüm trug. Er kämpfte tapfer. Dein Mann ist kein Feigling. Schande, von Helden umgeben zu sein. Niemand gewann je den Preis von Pevki. Jeder, der sich dem Minotaurus stellte, starb. Ihr Geld häufte sich in der Schatzkammer an. Nun soll ein kleiner Teil davon dir gehören. Danke für den kleinen Teil. Natürlich. Abzüglich der Steuern und der Reisekosten und ich stelle sicher, dass alles auf dein Schiff geliefert wird. Du hast es dir verdient. Das ist für dich. Ein Feigling verdient es nicht, der Minotaurus zu sein. Du schon. Nettes Kompliment. Pevki ist nicht länger sicher. Amaras Befreiung wird Vergeltung von jenen nach sich ziehen, die Niederlagen nur schwer hinnehmen. Aber wir leben. Und was die Zukunft auch bringt, nur dir verdanken wir, dass wir eine haben. Gute Reise. Ja, wieso gut? Alter. Er ist anscheinend kein Feigling, er ist ein kompletter Idiot. Naja.
Uiuiui. Kriegerschaden, Schaden für alle. Ja, genau. Ich zerleg's. Alter, das ist ja ekelhaft. So. Die Rüstungen sind halt schon nicht so von schlechten Eltern. Vor allen Dingen, das Gute ist, die kann ich jetzt nacheinander wirklich austauschen. Weil den Satz habe ich ja nicht. Was spielen wir heute denn? Also später? Also um 6:30 treffen wir uns alle. Und dann spielen wir. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Galactic Phone, glaube ich, heißt es. Ist ja quasi genauso wie Scribble.io. Einfach über Internet. Explorer. Und yes! Genau. Ich liebe das Spiel. Ja, das geht gerade auch unglaublich viral auf Twitch. Das macht so Spaß. Genau, der große Minotaurus. Darf ich ein paar meiner Idioten fragen, ob sie hier mitspielen wollen? Ja, klar. Also momentan spielen Renya, Flo, Jake, Tim und Nina mit. Also sind wir zu 7, glaube ich, mit dir. Aber je mehr, desto besser. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen mehr Kultisten da bekommen. Melite wohnt in einer Villa in Kydonia. Ah, genau, Kydonia, das, ja. Der Kult existiert bereits seit Jahrzehnten und wird noch viele Jahrhunderte bestehen. Ah, das haben viele gedacht. Nur wenige haben es geschafft. Tim und Nina. Tim, ein kleiner Bruder von Flo und Nina, seine Freundin. Die vielen Ziele, der ist Level 33. Ach, egal, den schaffe ich schon. Ich habe ja gespeichert. Die vielen Ziele der Kultisten erlaubte es manchen, ihren wahren Motivation zu verbergen. So auch Melite. Ich dachte gerade, also vom Namen her, das wäre eine Frau. Dem verschlagenen jungen Kultisten, der kein Ort sein Zuhause nannte. Seine Gruppen von Diener durchforsteten die ganze Welt nach Hinweisen auf die Ursprünge von dem Deimos Blutlinie. So viel war bekannt. Was er geheim hielt, war die Tatsache, dass er nach diesem Ursprung suchte, um die Macht der Götter für sich selbst zu nutzen. Oh, so einer ist es. Ja, lol. Frau Hölgen. So einer ist es. Ach, dann schicke ich dich doch mal gleich zu deinen kleinen Göttern. Ach, da ist er. Aber ich will natürlich auch wissen, was das da noch ist. Und da können wir gleich auch. Los! Na los, komm! Da können wir gleich auch den Aussichtspunkt, glaube ich, heißt es. Aufdecken. Und dann geht's ab. Irgendwie das Reiten ist. Also das Galoppieren sieht bei ihr ein bisschen steif aus. Ja, okay. Okay, ich nehme die Straße. Ich mach mal nicht weiter so Abkürzungen und so weiter. Ich glaube, hier auf der Insel mit den ganzen Gebirgen und Schluchten und so, ist es nicht ganz so praktisch.
Spielen wir mit Discord? Ja, natürlich. Ich will nicht so alleine lachen. Das kommt komisch. Was ist eigentlich die Musik gerade? Nicht vorhanden. Oh Mann, diese... Der Minotaurus scheint hier beliebt zu sein. Nur wenige wissen, dass Peter... Ja. Widmung von Edu, Badubu, Hafen von... Tja. Macht die Minotaurus-Führung. Lernt, wie ihr den mächtigen Minotaurus besiegen könnt. Erschlagt das Biest mit dem Trick, den alle Minotauren hassen. Bucht jetzt die Führung, um euch die Enttäuschung zu ersparen, zu eurem kopflosen Körper hochzusehen. Während der Minotaurus euch auslacht. Selbst er glaubt, dass diese Führung die Drachmen wert ist. Macht die Minotaurus-Führung um eure... Kriegerin! Willkommen, Pevki! Der Heimat des Minotaurus und unserer weltberühmten Minotaurus-Chitone. Chitone! Minotaurus-Chitone! Eine Größe für alle! Ich verstehe nicht, wie eine Größe allen passen soll. Mein Name ist Arsenios. Wenn du wissen willst, wie du den Minotaurus besiegen und zur bekanntesten Kriegerin der griechischen Welt werden kannst, ist diese Führung das Richtige. Ich will die Führung. Ich habe ihn schon weggemacht. Wie lange geht der Stream? An sich normal bis 8. Je nachdem, wie viel Bock wir haben. Also, ob wir jetzt eine Stunde spielen oder zwei, keine Ahnung. Machen wir spontan. Aber wahrscheinlich, also angedacht ist bis 8. Ich fahre jetzt nach Hause. Dann sehen wir uns bald, aber... aber egal, machen wir die Führung. Es sei denn, sie kostet Geld. Du verkaufst es gut, Kind. Dann mach deine Führung. Hast du keine Angst, dass dir jemand deine weltberühmten Minotaurus-Chitone stiehlt? Wer denn? Die sind für Minotauren. Wie du an den Statuen sehen kannst, ist der Minotaurus ein furchtbarer Gegner. Also denk an diesen exklusiven Tipp. Er hasst es, erstochen zu werden. Mit scharfen Gegenständen. Es heißt, das sei seine einzige Schwäche. Mhm. Wieso muss ich ja auch alles mitnehmen, ne? Ach Schnauze, vielleicht wächst ja eines Tages Haare auf dem Kopf. Oh nee, passiert nicht. Sieh, eine lebensgroße Nachbildung des Minotauros. Lebensgroß. Die tatsächliche Größe kann abweichen. Wo ist der Rest von ihm? Auf dem Hügel. Er entglitt den Arbeitern, als sie ihn aufstellen wollten. Zwei von ihnen starben. Sauber aufgeschlitzt von den Hörnern. Naja, nicht sauber. Klingt, als wären sogar Minotaurus Statuen tödlich. Oh, die sind die tödlichsten. Man sagt sogar, Theseus sei von einer Minotaurus Statue getötet worden. Mhm. Theseus war ein Held, war nichts im Vergleich zu mir. Wer war eigentlich Theseus? Warte. Ich will es mal kurz googlen. Theseus. Ah, das war eine Teemischung. Ne, spannend. Theseus. Theseus war ein legendärer König von Athen. Er ist einer der berühmtesten Helden der griechischen Mythologie. Seine Nachkommen werden als Theseiden bezeichnet. In der parischen Chronik ist der Beginn. Okay, also irgendein königischer Held. Viele Geschichten über den Minotauros. In den meisten klingt Theseus viel heroischer. Tja, Sparta ist nicht für seine gute Bildung bekannt, nicht wahr? Als nächstes behauptest du, die Medusa wäre echt? Oh, setzen wir einfach den Rundgang fort. Hey, in Pevki ist der Held König.
Hier entlang. Vorsicht, dieser Stein ist in Wahrheit Minotaurus-Dom. Er muss hier gewesen sein. Wir müssen ihn wohl verpasst haben. Minotaurus Eisenstein. Minotaurus-Dom. Okay. Das muss ziemlich wehtun für ihn, der Arme. Hier ist noch ein nützlicher Tipp, den du bei keiner anderen Führung bekommst. Das Minotaurus ist ein Morgenmuffin. Glaub mir, ich kenne meinen Minotaurus. Ich bin seit 27 Jahren im Geschäft. Und ganz im Vertrauen. Ich hoffe, dass mein Sohn Arsenios Junior eines Tages übernimmt. Guter Junge. Sehr guter Junge. Mhm. Schöner Mond. Krieger aus der ganzen Ägäis kommen nach Pefki, um gegen den Minotaurus zu kämpfen. Sie hoffen auf seinen Kopf als Trophäe. Bisher hat er sie alle besiegt. Aber ein frisch gepresstes Minotaurus-Huf-Elixier wird dir den Pfefferlein, den du brauchst, um zu triumphieren. Woher stammt dieses Minotaurus-Huf-Elixier eigentlich? Vom Huf des Minotaurus natürlich. Deshalb heißt es doch so. Aha. Und was macht dieses Elixier, außer mir Pep zu verleihen? Kommt drauf an, was plagt dich? Halsschmerzen, schlecht heilende Wunden, Juckreiz an unaussprechlichen Stellen. Lindert es auch das Bedauern über langweilige Führungen? Ja. Und lass mich raten, du hast etwas davon dabei, das ich kaufen kann. Wie Pater immer sagte, verlasse nie das Haus ohne den gemahlenen Huf eines mythischen Wesens. 200, nein. Ich passe. Natürlich, natürlich. Du bist nicht verpflichtet, einem armen Straßenjungen aus Pefki zu einem ehrlichen Einkommen zu verhelfen, um seine alte und kranke Großmutter zu retten. Wenn sie krank ist, warum hustest du dann? Ich bin sehr empathisch. Du machst das alles für deine Großmutter, deine Geschichte ist gelogen. Das ist die unverfrorenste Lüge, die ich je gehört habe. Und ich lebte auf Kefalenia. Ja, gut, ein Versuch war es wert. Jetzt komm, es gibt noch so viel zu sehen. Oh nein, bitte nicht. Ich sage nicht, dass ich für die Zerstörung der Minotaurus-Statue verantwortlich bin. Aber ich sage auch nicht, dass ich es nicht bin. Okay. Oh, Schatzplünder. Und damit endet die Führung. Das war die Führung? Ich habe nichts über den Minotaurus erfahren. Meine Kunden sind immer zufrieden. Bezahl bei meinen Partnern auf dem Weg nach draußen und genieße deinen restlichen Aufenthalt in Pefki. Ah, 3000 Drachmen. Du bekommst nicht eine Drachme von mir. Du wirst nicht eine Drachme von mir bekommen. Nein, nicht eine. Ich bekomme sie alle. Packt sie! Beschädigt ihre Ausrüstung nicht. Das können wir verkaufen. Vielleicht hätte ich Ihnen vorwarnen sollen, dass ich schon den Minotaurus getötet habe. Wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher für ihn. So, dann du kleiner Wicht. Komm mal her. Sehr gut, Kriegerin. Du hast den Überfalltest bestanden. Das schafft nicht jeder. Du hast dir einen extra Rabatt auf unsere weltberühmten Minotaurus-Chitone verdient. Oder, weißt du was? Heute hast du mir etwas gezeigt zum Thema Freundschaft. Und dafür werde ich dich bezahlen. Hier, ein paar Drachmen für eine sehr lehrreiche Führung. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Hey! Ja? Wie lebt es sich so als Söldnerin? Könnte schlimmer sein. Oh.
Er hat mir 3500 gegeben. Tja. Deine armen Freunde, die sind jetzt tot. Gut, also ein bisschen gelohnt hat es sich, glaube ich, jetzt schon. 3500. Gut, Ort abgeschlossen. Das war schon der Schatz. Ach, schade. Gut, also. Dann machen wir ja mal Jagd auf die kleine... auf den kleinen Kultisten. Okay. Hä? Wo ist die nochmal? Wieso sage ich die ganze Zeit den? Das ist ein Mann. Oh! Aussichtspunkt. Ist da geradeaus. Aussichtspunkt, Aussichtspunkt. Gut. Alter, was für... Alter, jetzt irgendwann hau ich dich einfach nur, weil du sowas sagst. Einfach aus Prinzip. Und niemand bezahlt mich dafür. Ich frag mich, wie die damit zurechtkommen. Also ich meine Söldner, die anderen Söldner so beleidigen, die leben eigentlich nicht lange, würde ich mal sagen. Also nur eine Idee oder eine Ahnung. Ja. Da oben glitzert's. Ich durchsuche es mal. Gut, wo ist mein Schiff? Ich kann mich ja drauf porteln. Nicht? Schiff doch. Einfach geradeaus. Gut. Und da ist die gute Stube. Was? Die gute Stube? So. Da vorne. Hier komme ich nicht weit. So. Die Minotaurusführung. Macht die Minotaurusführung. Lernt ihr den mächtigen Minotaurus gibt. Ich sollte mein Geld gut festhalten. Nee, brauchst du jetzt nicht mehr. Ja, wobei ja am Hafen. Am Hafen seid ihr. Oh, die Sterne. Am Hafen vielleicht schon. So. Guten Tag, guten Morgen, Jungs, Mädels. Wir legen ab! Schön, dass du wieder da bist, Kapitän. Schön, wieder hier zu sein. Segel runter, Ruder rein! Ich habe echt ein paar wenige Leute da. Alter Chef, kann ich was Neues machen? Ich habe echt kaum was hier. 7000, 7800, 11000, 1000. Ja, okay. Die nächsten kosten jetzt. Oh. Du wirst ungewöhnlich nervös hier, Rodotos. Wir ernähren uns der Region der Welt im Land der Minora. Wieso redet der nicht? Sollte ich Sie besuchen? Von ihrer Zivilisation sind nur Ruinen. Sie verschwanden vor Hunderten, wenn nicht gar vor Tausenden. Doch deine Reise hat Mysterien offenbart, deren Geheimnisse sich mir verschließen. Vielleicht wirst du etwas entdecken, das mir. Wieder, also ja, ich muss ein bisschen rückwärts fahren gerade, damit wir den überhaupt hören. Oh, da ist Treibgut, aber da sind ganz viele Feinde. Das lohnt sich gerade, glaube ich, nicht. So. Barnabas, was ist die große Landmasse vor uns? Kreta, das Land der Mysterien und Hell. Theseus und der Minotauros. Du kennst die Geschichte. Teilweise. Theseus war ein Held der Athener. In Sparta war die Geschichte nicht sehr beliebt. Ja, aber es war eine epische Geschichte.
Theseus wagte sich in das Labyrinth, um den Minotauros zu erlegen. Ein schier unmögliches Unterfangen. Doch es gelang ihm und er rettete die Minoer. Mir scheint, Theseus und ich haben so einiges gemeinsam. Kopf hoch, Kassandra! Die Götter stehen auf deiner Seite. Wenn es dir gelingt, grillen wir eine Ziege, trinken Wein und ich erzähle dir alle Geschichten, die ich kenne. Ich bin froh, dass du hier bei mir bist. Oh. Ich bin froh, dass du bei mir bist. Entschuldigung. Lagern. Ich lager mal alles Goldene, was ich hier hab. So. Bin im Finale beim Turnier. Das ist ja schick. Nice. Und benutzt du eigentlich einen Crew-Skin? Ja. Den wir frei bekommen haben, quasi. Warte, ich zeig ihn dir gleich. Schwere Klingenschaden brauche ich eigentlich nicht. So. Wir benutzen den Attentäterinnen-Skin. Genau, wir hätten auch den männlichen, aber weil wir eine Söldnerin sind, habe ich mir gedacht. Magi. Sieht auch cool aus. Die ägyptischen Elite-Krieger. Ja, den fand ich ein bisschen blöd. Das passt überhaupt nicht. Naja. Genau. An sich können wir auch irgendwann mal was kaufen, ne? Da gibt es ja sau viel zum Kaufen. Aber nein. Naja.